Ja, Pale Rose und bestimmt auch Corrupt. Oh. Oh. Wir haben Painless. Und Haunted. Das ist relativ nice. Den Undetectable Perk haben wir dann auch noch. Könnte für Tier 3 relevant werden. Und naja, über Furtive reden wir mal lieber nicht. Jetzt müssen wir natürlich aber erstmal die Survivor finden hier. Was bislang nicht allzu gut aussieht. Oh Gott, wo seid ihr denn? Ja, und sie weiß direkt, dass ich da existiere. Stark von ihr gedodged auch. Ich muss halt so schnell wie möglich Tier 2 erreichen. Ansonsten bin ich einfach ein Niemand. Ja, das war gerade ein bisschen Hopium. Okay. Mehr Stalking. Bitte. Swing. Last one. Okay, quick and quiet. Und die Moonwalk Value. Das habe ich gehört. Und zwar unter mir, glaube ich. Ah. Vielleicht overthink ich gerade. Aber ich glaube, ich habe jemanden gehört. I don't know. Okay. Painress kommt jetzt rein. Einen Generator nur zu verlieren wäre relativ nice noch. Das ist sogar der Most Progress Generator. Das ist vollkommen solid. Ja. Dann können wir hier ein paar Paletten auf uns droppen lassen, wollte ich sagen, aber anscheinend doch nicht. I mean, ich habe jetzt nichts dagegen, also. Go for it. Just go for it, Lady. Ist halt sehr greedy. Und das kommt euch definitiv nicht zugute. Dark Devotion aktiv. Okay. Er hat mich leider gesehen. Ich gehe hier mal nicht auf Painless. Und direkt auf Stalking. Was von? Und hier bekommen wir auch noch mal einen Hook. Ich würde einfach mal sagen, auch kein Painless. Let's go, Furtive. Greedy. Von mir aus leider sehr greedy gerade gewesen. Okay. Ich hätte es, glaube ich, gar nicht procken sollen. Das war ein Fehler. Es
Sie hat halt gerade eine gute Kontrolle über das Ganze. Aber hier sollte sie Dutch sein. Let's go. Holy moly! Bitte dann noch ein bisschen Haunted Value. Wäre auch relativ nett. Ich haben wir zwar schon gepainrest, aber ich werde dich trotzdem einfach mal hier hooken. Und dann sieht das Ganze relativ gut aus. Dass wir Painrest bekommen haben, ist aber halt auch einfach wieder mega nice. Es ist wirklich einfach nur mega nice. Okay, den dürfen wir nicht mehr allzu viel stalken, ansonsten bekommen wir da keinen Choose mehr raus. Ich würde eher sagen, wir gehen mal zum Main Building, kicken die Palette und bestenfalls stalken wir den Homie da drüben, der irgendwie denkt, er ist sneaky, was er aber zu 0% ist. Okay. Ihn haben wir, glaube ich, schon gepainrest, aber egal. Wir bekommen wenigstens Furtiv raus. Okay, da ist er. Die Verletzte ist auch noch hier gewesen, aber das ignoriere ich einfach mal gekonnt. Dann hole ich mir Painrest. Und werde dann eben den Generator da oben, der ziemlich highly progressed, erstmal regressen. Und die Cheryl ist die letzte, die mir dann noch fehlt. Ich glaube, ich habe ihren Schopf gerade hier gesehen. Und da akzeptiert sie ihr Schicksal. Let's go. Dark Devotion auch wieder aktiv. Bringt uns jetzt aber halt nicht allzu viel. Tier 3 ist abgelaufen. Und dann kommst du hier auch nochmal auf den letzten Painrest-Hook. Wunderschön. Ich kann jetzt auch sehr, sehr, sehr stark davon ausgehen, dass sie gerade Main oben sind. Das ist perfekt. Dann haben wir jetzt einen Haunted Proc, einen Death Hook und eigentlich alles, was wir im Leben wollen. Warum laufen diese random Perk-Runden so gut? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das habe ich schon erwartet, Homie. Und ich will dich eigentlich eh nochmal voll stalken zuerst. Okay. Haunted juckt jetzt eh nicht allzu hart, aber ey. Ist okay. Man braucht nicht immer die Götter-Value. Last one. Erneuter Death Hook und wir sind ziemlich hart 99 mit unserer Power. Warum funktioniert das so gut? Ja, nee, ich musste dem Hook da drüben leider. Ich hätte den Death Hook lieber ein bisschen mittiger geholt, aber ansonsten wäre er runter gewesen, glaube ich. Ein bisschen weiter stalken. Dann wird die Lady schon bald erleben, was da los ist. Lady! I don't know about that one. Let's go. GG's. Eventuell bekommen wir die Yui auch noch, aber mal googeln. Basement will ich jetzt nicht hooken. Komm, gehen wir rüber. Leider bekommen wir jetzt halt keinen Undetectable Status Effect. Wäre nice gewesen, aber ist leider nicht so. Und jetzt einfach mal schauen, wie sie sich in dem Generator versteckt. Ich bin ein Cheater. Sie nennen mich auch den Dreckigen. Schade. Okay, ich gehe mal so rum. Habe ich da gerade... Nee, ich glaube, ich bin wieder dumm. Manchmal höre ich so die Hedge einfach in meinem Kopf. Ich glaube, ich habe einfach eine DVD-Psychose. Ich glaube, das ist aber auch normal.
Check. Nope. Doch. Aber nicht da, wo ich erwartet hätte, Check. Trotzdem interessant. Und die Gates sind nicht allzu leicht zu halten gerade. Obwohl ich eine gute Vision drauf habe. Und die Ladies sowieso hier finden kann. Okay. Ja, da bekommen wir keinen Stalk mehr raus, aber ich kann's tryen. Oder vielleicht auch nicht. Lass uns einfach den One-Shot downholen. GG's, GG's. Ey, das Bild war geil. Wir haben halt Double Undetectable Stuff, was für Tier 3 Myers echt geil ist. Wir hatten Haunted, was recht nice sein kann, wenn man nicht mal genug für Tier 3 hat oder es aufsparen will. Hat uns jetzt nicht allzu viel gebracht, aber ey. Und Painless ist natürlich eine 10 von 10 gewesen. Minus 100% haben wir abgezogen vom Generator Progress und das war insane. Das war einfach nur lucky. Oh, die hatten Flashbang, Balanced Landing. Dann haben wir Quick and Quiet E gesehen. Und ansonsten nichts allzu krasses, wenn wir ganz ehrlich sind. Chemical Trap wäre noch mit dabei gewesen, haben wir aber sowieso nicht gesehen. Trotzdem echt geile Runde und sehr lucky gewesen, dass wir gute Perks und die Survivor eher weniger gute Perks bekommen haben. Ich beschwere mich also auf jeden Fall mal nicht.